Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist Pyron und wie ihr im Titel schon gelesen habt, geht es heute um den Asuras Fahrt Breaker oder Brecher. Ja. Das ist die nächste Kampfkünstlerklasse, die rausgekommen ist jetzt vor 2 Wochen. Konnte die 2 Wochen ein bisschen testen und jetzt bringe ich euch einen Guide. Ja. Zuallererst gehen wir. Was ist der Brecher bzw. was ist die Variante Asuras Fahrt? Asuras Fahrt ist die Klassenvariante, die auf Crit basiert. Ja. Ganz grob zusammengefasst erkläre ich euch jetzt, was passiert. Ja. Ihr habt ein totales Stamina und Schock-Energie, also die Schock- und Stamina-Energie, das sind diese beiden Balken. Ja, die haben minus 30%. Die haben nicht ihre volle Capacity, beziehungsweise die sind nicht komplett voll, die haben minus 30%. Ja. Relativ easy. Dann habt ihr eine defensive Form, die ihr aktivieren könnt mit X. Ja. Dann geht ihr in die defensive Form. In der defensiven Form bekommt ihr 20% weniger Schaden. Ihr habt einen 40% HP-Schild, ja, 40% eurer Max-HP als Schild und ihr seid Push-immun für 2 Sekunden. Wenn ihr gehittet werdet, verlängert sich das Ganze. Ja. Also ich drücke X, habe für 2 Sekunden diesen Buff und wenn ich einen Hit kriege währenddessen, verlängert sich das. So lange, bis die Leiste runter geht. Ja. Ihr seht anhand der Leiste die Cooldown. Ja. Relativ easy. Also ich... Normalerweise wollt ihr, da ihr Front-Attacker seid, wollt ihr vor dem stehen, wollt ihr Attacke das aktivieren und dann wollt ihr dem aufs Maul hauen, ja? Mehr oder minder, so dass ihr alles tanken könnt, so gut wie möglich. Wenn der Balken wieder leer ist, könnt ihr wieder X drücken. Ganz, ganz easy, ja? Was viele vergessen ist, dass ihr eine Damage-Reduction von 20% habt und wenn ihr bei einem Boss seid, der euch einen Meta gibt, zum Beispiel, ihr habt Kakul Seiden, ja? Der gibt euch ja diesen Wahnsinnsmeter unter eurem Charakter, der sich füllt so ganz langsam und dann werdet ihr zum Clown, zu so einem Mini-Clown. Wenn ihr in der X-Phase seid, bekommt ihr 50% weniger Meta-Gain. Das heißt, die hitten euch, normalerweise würde es halb voll machen, ihr kriegt nur 25% der Meta. Ja? Also 50% von dem, was ihr eigentlich bekommen würdet, bekommt ihr. Was insane stark ist, also sehr, sehr stark. Haben wir jetzt gestern ausgetestet in Arkan, das ist super crazy. Super crazy, du kannst super viel tanken. Sehr, sehr crazy. Zudem macht Asuras Weg noch folgendes. Oder Asuras Fahrt noch folgendes. Eure Auto-Attacks, wenn ihr Y gedrückt habt, also wenn ihr das hier aktiviert habt, ja, machen eure Auto-Attacks 200% mehr Schaden, abhängig von eurer Crit-Rate. Ja? Das heißt, ihr macht 200% von eurer Crit-Rate mehr Schaden. Die Crit-Rate ist aber unbereinigt, das heißt, zum Beispiel, wenn ihr präzise auf dem Armreif habt, ja, und ihr würdet da 5% mehr Crit Rate bekommen, zählt das nicht mit hinzu. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Ihr bekommt Movement Speed, ja, und was viele übersehen ist, ihr bekommt auch Skill und Awakening Damage Increase, ja. Das heißt, eure Erweckungsfähigkeit und euer Skill Damage in der Phase, wenn ihr in dieser Destruction-Phase seid, ja, wird nochmal um 25% erhöht. Ja? Ganz, ganz wichtig. Was auch wichtig ist, vergessen auch sehr, sehr viele, beziehungsweise das Hauptgimmick, ja, wenn ihr in der Phase seid, könnt ihr mit euren Auto-Attacks Flurry-Hits machen. Ja? Das heißt, fließende Angriffe, die werden sehr, sehr schnell und machen sehr, sehr viel Schaden. Ja? Ihr seht das immer. Die Leute aktivieren das, ja, und dann gehen die in die Phase und drücken die ganze Zeit Auto-Attacks und ihr seht das, ja, das ist sehr, sehr fließend. Das sieht normalerweise nicht so aus, ja. Normalerweise sind das die Auto-Attacks. Das ist mit diesen Flurry-Hits gemeint, ja. Insane gut, also sehr, sehr cool. Insane ist und der Schaden ist sehr, 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 sehr krass, also sehr krass. So, zusammengefasst, ja, ihr bekommt... Ihr habt weniger Max Stamina und Max Schock. Schock ist grün, Stamina ist gelb. Ja. Ihr habt 2 Aktivierungen. Y ist das Hauptding. Ja, ihr geht in die Phase und könnt mit euren Auto-Attacks sehr, sehr viel Schaden machen. Habt erhöhten Skill Damage und Movement Speed. Ja, 15%. Deswegen spielt man auch gleich eine bestimmte Gravur. Erkläre ich euch gleich. Ja. Und in der X-Phase, die könnt ihr immer aktivieren. Auch zwischen den Skills. Also ich setze jetzt einen Skill ein und mache währenddessen X. Das funktioniert gleichzeitig, ja, ohne Probleme. Seid ihr defensiv, das heißt, ihr habt keinen Rückstoß, ja, ihr seid Push-Immun, ihr bekommt weniger Schaden und ihr habt ein Schild von 40% eurer Max-HP, ja, wie ihr sehen könnt, knapp 80k, weil ich knapp 200.000 HP habe, ja, das Ganze hält 2 Sekunden, außer ihr werdet gehittet während der 2 Sekunden, dann verlängert sich das Ganze, ja,
Das ist immer ganz kurz, damit ihr die Klassengravur versteht. Und jetzt gehen wir auf die weiteren Dinge ein. Wie ich gerade schon gesagt habe, der Asuras-Pfad fokussiert sich auf Crit. Ja? Das heißt, eure Auto-Attacks in der Phase skalieren mit eurer Crit-Rate, beziehungsweise mit eurem Crit-Wert. Und deswegen gehen wir bei den Stats und bei dem Schmuck hauptsächlich auf Crit. Ja, ihr wollt so viel Crit wie möglich haben. Ihr geht alles auf Crit, außer eure Kette, die geht noch auf Flinkheit. Ja? Weil ihr die Überfallanführer-Gravur spielt. Und die skaliert mit eurem Movement Speed, eurem Attack Speed, blablabla. Also mit eurem Movement Speed, ja? Eurem Bonus Movement Speed. So. Das heißt, ihr haut hier überall Crit drauf, Crit. Also maximales Crit, ja? Genauso wie auf der Kette, so viel Crit wie möglich. Sodass ihr so hoch wie möglich kommt, ja? Und haut dann auf der Kette noch ein bisschen Flinkheit drauf. Genauso wie auf dem Armreif haut ihr auch bitte Crit und Flinkheit drauf, ja? Wenn ihr könnt. Kommen wir zum Armreif. Beim Armreif habe ich euch schon gesagt, ja, Sachen wie Crit und Flinkheit sehr, sehr wichtig, genauso wie Stärke kann man sehr, sehr gut nehmen, ja. Ganz wichtig ist bei ihm, unabhängig von den Damage-Dealer-Sachen, die man sowieso nimmt, sowas wie Circulate, also Zirkulieren, ja, Assail und so weiter und so fort, Hammer und Meißel und so ein Kram, benutzt man bei ihm noch Battle, das heißt Kampf im Deutschen, glaube ich. Und das macht, dass eure Frontattacken, ja, also eure Attacken, die von vorne stattfinden, erhöhten Schaden machen. Normalerweise kennt ihr das immer mit Ambush, also mit Hinterhalt. Ja, bei den meisten Klassen ist das Ambush. Bei dem ist es aber Battle, also Kampf. Ja, sehr, sehr wichtig. Habe ich jetzt gerade nicht, ich habe kein Glück gehabt. Man erhöht den Schaden von vorne, ja. Aber ansonsten sind es die Standardsachen. Er hat keine Mana-Probleme, er hat keine Ressourcen-Probleme. Deswegen bringen so Sachen wie MP, Enlightenment und so weiter gar nichts. Ja, aber so Weapon Power und der ganze Kram, das funktioniert schon. Das ist jetzt nicht das Beste. Zirkulieren immer noch mit Abstand das Beste. Ihr habt sowas wie Feather und so, die sehr, sehr gut funktionieren. Ja. Aber ihr wollt auf jeden Fall Front Attack haben. Sehr, sehr wichtig. Ja? Und bedenkt bitte, wenn ihr präzise nimmt, das zählt nicht für die Auto-Attacks in der Destruction-Phase, wenn ihr Y gedrückt habt, ja. Wo ihr die ganz schnellen Schläge macht. Ganz wichtig. So, da wir positionsabhängig sind und da wir auf Crit gehen, ja, ist das einzige Set, was wir wählen können, Entropy. Entropy ist das Set, was wir haben möchten, ja. Das Entropy-Set gibt euch folgendes. Ihr habt die Möglichkeit, das Entropy-Set gibt euch folgendes. Ihr bekommt Crit-Damage, sehr, sehr gut. Ihr crittet die ganze Zeit, ihr wollt Crit-Damage haben. Eure Front- oder Back-Attacks, beziehungsweise für uns ist es jetzt die frontalen Angriffe, ja, werden um 65% erhöht. Wir bekommen Crit-Rate dazu und unser Damage wird nochmal erhöht, genauso wie unsere Front-Attacks werden nochmal erhöht, ja. Entropy ist das einzige Set, was ihr nehmen könnt, was hier Sinn macht, ja. Also ihr werdet auf jeden Fall Entropy spielen. Entropie auch im Deutschen, ja. So, kommen wir nun zu den Gravuren. Bei den Gravuren ändert sich so ein bisschen etwas, je nachdem, welche Variante ihr spielt, beziehungsweise was für Steine ihr cuttet, etc. pp. Ja? Ich werde euch die Sachen versuchen einzublenden. Ja? Wir haben zuallererst die Standardvariante, die spielt jeder normalerweise, wenn ihr startet. Ja? Ihr habt Meisterschläger, dann habt ihr Überfallanführer, ihr habt Asuras Pfad, ihr habt Groll und ihr habt Adrenalin. Ja? Das ist der Standardding, das Standardding 5x3. Das solltet ihr alle spielen, ja. Das ist das Minimum required, ja. Dann gibt es die Variante mit Critical plus ein, also ihr spielt Elixiere, ja. Es gibt zwei unterschiedliche Elixiere, Elixiersets, die man nehmen kann. Wir haben einmal Critical und einmal Master. Es gibt es die plus 1 Variante mit Critical, ja. Ihr spielt 5x3 plus 1 mit dem Elixierset Critical. Da spielt ihr dann Aether Predator. Also Aether-Räuber, ihr spielt die Variante, ja, und macht dann plus 1 Aether-Räuber hinzu, spielt das Critical-Set und habt einen Damage-Gain von knapp 17%, ja, im Vergleich zu 5x3. Seht ihr auch eingeblendet. Dann gibt es die Variante mit Master. Die Master-Variante spielt anstatt Adrenalin auf 3, spielt sie Adrenalin auf 1 und dafür dann verwegene stumpfe Waffe auf 3. Ja, seht ihr auch gerade eingeblendet. Der Damage-Increase ist auch knapp bei 17%, ja. Im Vergleich zu 5x3. Und dann gibt es noch die Variante, das ist die OP-Variante, aber dafür braucht ihr einen 9-7er Stein mit 7 Adrenalin oder einen besseren als 9-7er Stein, ja. Damit ihr Adrenalin auf 2 spielen könnt. Ihr spielt das Critical Set, ja, Elixier Set. Und dann spielt ihr Asuras Pfad, ihr spielt Groll,
ihr spielt Meisterschläger, ihr spielt Überfallanführer, ihr spielt verwegene stumpfe Waffe und dann spielt ihr Adrenalin auf 2. Dafür braucht ihr aber einen 9-7er Stein und das ist sehr, sehr selten. Ich habe bis jetzt immer noch keinen. Aber ich bin einfach auch nicht gut in deine Schleife. Nur damit ihr Bescheid wisst. So viel zu den Sachen. Kommen wir zu den Juwelen. Bei den Juwelen gehe ich auf mein Bild ein. Ja. Es gibt noch eine weitere Variante. Da spielt man einen Spell anders. Ja, einen Skill komplett anders. Da kann man ein bisschen variieren. Ich werde euch auch sagen, welchen Spell, ja, damit ihr ungefähr wisst, welchen Spell und worauf ihr achten müsst. Ja. Wir gehen bei den Juwelen relativ simpel, das werden alle gleich machen. Ihr werdet euren stärksten Schadensjuwel, also euer stärkstes Schadensjuwel, wird Asura Zerstörung bekommen. Ja. Die Basic Attacks in der Destruction Phase. Die müssen halt am stärksten sein, da kommt der meiste Schaden von euch her. Das heißt, der höchste Damage-Gem, den ihr habt, bei mir ist es jetzt gerade einer der 8er-Gems, geht auf Asura. Der zweithöchste Damage-Gem geht auf Auge des Sturms. Ja, das ist neben der Phase der stärkste Damage-Skill, den ihr habt. Ja? Der hat den höchsten Schadensmultiplier. Sehr wichtig, dass ihr da den zweithöchsten Damage-Gem raushaut. Ansonsten habt ihr entweder noch die Nova, es ist ein weiterer Skill, den ihr benutzen könnt, ja. Den spielen relativ viele. Zephre Nova heißt der. Ich spiele aber stattdessen Obliteration, ja. Also auslöschen. Ganz wichtig ist, je nachdem, welches ihr benutzt, ändern sich eure Gems nochmal. Die Nova braucht einen Cooldown Reduction Gem, ja. Den Cooldown Reduction Gem nehmt ihr dann von Counter-Strike runter. Ja, Counter-Strike, nicht Counter-Strike. Ich war gerade bei einem anderen Spiel. Den Cooldown Reduction hiervon runternehmen, den gibt ihr dann Nova, dann hat der keinen Cooldown Reduction Jump. Relativ easy, ja. Nur als Ausgleich. So, und jetzt gehe ich meine ganz normalen Skills durch. Also, ihr habt, nachdem ihr den Damage Jump hier habt, ja, für Asura, geht ihr Damage und Cooldown auf Auge des Sturms, dann geht ihr Damage und Cooldown auf Explosive Faust, dann geht ihr Damage und Cooldown auf Spiral Uppercut, ja, Damage und Cooldown auf Falling Star. Dann habt ihr Cooldown entweder auf Counter-Strike oder wenn ihr Nova spielt, habt ihr den dann halt auf Nova. Ja, und dann gibt es den Cooldown Reduction auf Brawl Kings Advance. Ja. Also der hier ist der einzige, der sich ändert zwischen den beiden Builds, weil ihr entweder Nova spielt oder Obliteration. Ja. Ich spiel halt den viel lieber. Der Unterschied ist, und das ist ganz wichtig, spielt ihr Obliteration, ist eure Rotation schneller, ja, der Schaden ein bisschen geringer. Spielt ihr den Nova-Skill, ist eure Rotation langsamer, dafür ist der Schaden ein bisschen höher. Es gleicht sich aber am Ende aus. Ja. Also der Damage-Unterschied ist jetzt nicht so gigantisch, dass man unbedingt Nova spielen muss. Oder die Cooldown-Reduction bzw. die Rotation ist jetzt nicht so viel schneller, dass da der Damage viel, viel höher ist. Also da entscheidet ihr halt einfach selber, ja, was euch mehr gefällt. So, kommen wir zu den Karten. Bei den Karten gibt es wieder die Standard-Sets. Ganz normal. Ich kann euch aber diesmal ein Zusatzset empfehlen, ja. Wenn ihr das schon habt. Standard-Sets sind so wie immer. Ja, wenn ihr gar nichts habt, spielt ihr Star of Destiny. Star of Destiny ist das Standard-Set. Erhöht euren Schaden. Gebt euch ein Schild, wenn ihr unter einer bestimmten Prozentzahl eurer HP seid und erhöht eure Max-HP so ein bisschen. Ja. Wenn ihr schon ein bisschen weiter im Spiel seid, habt ihr wahrscheinlich Deep Dive bzw. Tief hinein im Deutschen. Ja, das erhöht euren Schaden. Ja? Euer zusätzlicher Schaden wird erhöht um bis zu 12%. Ja? Wenn ihr dann soweit seid und Light of Salvation habt, also Licht der Erlösung, dann spielt ihr das Licht der Erlösung-Set größtenteils, weil der Gegner, also die meisten Legion-Kommandanten, sind Dämonen. Ja? Das heißt, ihr macht mit eurem Lichtschaden mehr Schaden gegen ihn. Ihr kriegt nochmal zusätzlich zu den 15% Holy Damage den Attributsbonus. Dasselbe gibt es dann nochmal in der Dark-Variante, ja. Wenn ihr das habt, spielt ihr das halt gegen Lichtgegner, weil die schadensanfällig für Dunkelheitsgegner sind. Ja, nochmal Attributsbonus von 10% plus die 15%, wenn ihr es gemaxt habt. Dadurch macht ihr deutlich mehr Schaden, ja. Ansonsten spielt ihr halt Deep Dive, ja, tief hinein, relativ easy, ja. Jetzt gibt es noch einen besonderen Fall. Wenn ihr soweit seid, ja, das ist nur für Guardians, also nur für Wächter-Raids, könnt ihr eine Kombination aus zwei verschiedenen Sets spielen. Nur für Wächter-Raids. Es gibt einmal Platinas People, ja, also Platinas Leute.
Ihr erhöht den Front-Attack-Schaden für euch, ja, also erhöht den Front-Attack-Schaden um 12%, ja, und ihr kriegt 7,5% weniger Schaden in Guardian Raids, ja. Zusätzlich könnt ihr dann noch das hier spielen, dieses Set. Das erhöht den Schaden, den ihr in Guardian Raids macht, nochmal um 10% und reduziert nochmal den Schaden, den ihr durch Guardian Raids bekommt, um 7,5%. Also ihr bekommt 15% weniger Schaden und ihr macht mehr Schaden als Front Attacker in Guardian Raids. Ja? Also die Kombination aus Voice Calls und Platinas People, ja, das sind diese beiden Dreier-Sets, ist das Beste, was ihr in einem Guardian Raid nehmen könnt. Ja? Wenn ihr das gemaxt habt, bitte. Ja, also wenn alles auf 15 ist und ihr das komplett durchgemaxt habt. Ist das das Stärkste, was ihr nehmen könnt. Dieselbe Variante gibt es später noch für einen Back-Attacker, aber ist jetzt gerade nicht wichtig. Ja? Also das ist die beste Kombination, die ihr machen könnt, um den meisten Schaden mit diesem Breaker, also nur mit dem Azura-Breaker als Front-Attacker, in einem Guardian-Raid zu machen. Ja? So, ihr Lieben, jetzt geht's auch schon zu den Skills, den Tripods und den Runen. Wir starten mit dem allerersten Skill, der Haymaker. Der Haymaker ist ein Synergy-Skill und gleichzeitig ein Counter-Skill. Ja, der hat Low Stagger, also ist ein niedriger Stagger, ist ein Frontal Attack. Ihr spielt hier bitte mit der drittniedrigsten Quick Recharge Rune, wenn ihr möchtet, ja. Wir haben die Synergy, 6% mehr Attack, ja, auf dem Boss. Das ist dieselbe Synergy, die jetzt auch zum Beispiel die Magierin hat, ja, nichts Besonderes. Und dann habt ihr erhöhte Reichweite plus Damage, also ihr spielt auf 1 und 2, ja, relativ easy. Dann spielen wir Falling Star. Falling Star ist ein sehr, sehr cooler Skill, macht sehr, sehr viel Schaden, ja. Hat Weak Point, das heißt Destruction. Ihr habt Stagger mit Too High, was sehr, sehr gut ist. Ihr habt eine Mini Paralyzed Immunity, ja, Stufe 1, soweit ich weiß. Und ist wieder ein Frontal Attack, ja. Ihr spielt den Skill, wenn ihr könnt, auf 12 mit einer legendären Orkanwindrune, ja. Dann spielt ihr den auf 3, 2 und 2, ja. Das heißt, ihr habt Schock-Generation, ja. Ihr macht mehr Schaden, Burning. Also ihr verbrennt den Gegner und ihr macht mehr Schaden, ja. Und ihr macht mehr Schaden. Relativ easy. Ja? Also springt schneller und ihr macht mehr Damage. Relativ easy. Ich zeige euch den ganz kurz. Also das ist der Counter. Ja? Und das ist der Sprung. Relativ easy. Ja? Ganz, ganz easy. Sind beides Front Attacks. So. Dann gehen wir zu Obliteration. Da gibt es Skill-Variation. Ich spiele Obliteration jetzt auf 10. Ja? Wieder mit einer Quick-Recharge-Rune. Einer niedrigen Quick-Recharge-Rune. Also nicht die höchste. Skill auf 10, ihr spielt mit Swift Fingers auf 3, ihr spielt mit Flamestrike und ihr spielt mit Giant Fist, ja. Obliteration haut, ist einfach ein Hit auf den Hinterkopf beim Gegner, ja. Der Skill selber, Low Stagger, ein bisschen Paralyzed Immunity, das war's, mehr ist da nicht, ja. Dann spielen wir Brawl Kings Advance, einer der cooleren Skills meiner Meinung nach. Den spielt ihr bitte mit der höchsten Quick Recharge Rune, die ihr besitzt. Ich habe leider nur die Lilane. Den könnt ihr auf 12 spielen, ja. Wenn ihr genug Skillpunkte habt. Wir spielen Swift Fingers, wir spielen Destroyer und wir spielen Endurance Training. Ja? Das meiste davon erhöht einfach euren Schaden bzw. euren Attack Speed. Das ist ein Gap Closer. Er ist sehr, sehr nice. Er hat sehr, sehr wenig Cooldown. Wenn ihr dann noch Quick Recharge drauf habt, sehr, sehr geil. Könnt ihr relativ häufig einsetzen. Super, super nice. Ja? Dann haben wir Krater Strike bzw. Brawl Kings Advanced hat wieder Destruction, eine Low Stagger, eine Mini Paralyzed Immunity ist wieder ein Front Attack. Ja? Aber ganz wichtig ist einer eurer Destruction Skills. Merkt euch das bitte. Dann haben wir Krater Strike, ist wieder Low Stagger, ist ein Counter. Das ist unser Stamina Counter. Wir haben sowohl einen Schock als auch einen Stamina Counter. Warum haben wir das? Wenn wir genug Schock Skills einsetzen, werden wir irgendwann keine Schock Energie mehr haben, weil wir die nicht automatisch regenerieren. Ja? So, ich könnte jetzt keinen Schock Counter mehr einsetzen. Deswegen brauchen wir einen Stamina Counter zusätzlich. Ja? Nur damit ihr Bescheid wisst, also Low Stagger, wir haben den Counter wieder, ist wieder ein Front Attack, ja. Den spielt ihr bitte, wenn möglich, auch auf 10. Ich spiele den jetzt gerade auf 11. Ich variiere so ein bisschen hin und her mit den Punkten. Solange ich noch keine Stufe 60 bin, dann verteile ich die Punkte richtig, ja. Aber ihr solltet den eigentlich auf 10 spielen, reicht vollkommen aus, ja. Counter Strike, spielt ihr bitte auf 2, auf 3 und auf 1, ja. Wir haben wieder eine Synergy, die beiden Counter sind jeweils die Synergy, das heißt, wenn ein Counter nicht funktioniert, weil wir gerade nicht genug Stamina oder Schock haben, können wir die Synergy trotzdem für 8 Sekunden applyen, ja, also auf den Gegner anwenden. Wir haben Focus Hit, erhöht den Schaden und wir haben nochmal Space Distortion, wir springen 4 Meter nach vorne und machen mehr Schaden, ja. Das Ganze sieht so aus,
So sieht's aus, wenn ihr gegen eine Wand dasht. ihr habt eine Double Hit, beide Counter, by the way. Sehr, sehr geil. Das ist so ein leichter Sprung nach vorne, leichter Counter. Der hier ist ein bisschen kleiner, der andere ist ein bisschen größer, ja. Ich mag den Counter auf A auch ein bisschen mehr. Weil ihr den so gut wie durchgehend abhabt. Ja. Dann kommen wir. Dort habe ich die Purify-Rune drauf. Viele spielen dort aber auch die Bleeding-Rune, also die Blutungsrune. Ich habe Purify, weil ich möchte mich immer cleansen können. Die meisten Raids und die meisten Gegner, gegen die man spielt, ab einem bestimmten Bereich im Spiel, verlangen, dass ihr euch selber cleanst, beziehungsweise dass der Supporter euch cleanst. Aber ihr solltet eine Purify-Rune auf jeden Fall größtenteils dabei haben. Ja. Die Bleeding-Rune macht auch nicht so viel Damage aus, dass es so krass ist. So, jetzt kommen wir zu Spiral Uppercut. Spiral Uppercut ist wieder ein Skill, den ihr auf 12 haben werdet später. Ihr benutzt dort bitte die drittstärkste Orkanwind-Rune, die ihr habt. Ja, Spiral Uppercut ist wieder ein Front-Attack. Der hat einen Mid-to-High-Stagger, was sehr, sehr nice ist, weil der relativ niedrige Cooldown hat. Und der hat eine Paralyzed-Immunity. Ja, ihr spielt den Spiral Uppercut bitte auf 1, sodass ihr 2 Instanzen habt. Ja, auf 2 und auf 1 wieder, ja. Also mehr Schaden, ihr springt 6 Meter nach vorne, macht mehr Schaden und ihr habt wieder mehr Schaden, ja. Der AOE-Radius ist erhöht und ihr macht wieder mehr Schaden. Das Ganze sieht so aus. Habt ihr gesehen? Ihr geht zu einem Gegner, der ist nach vorne und uppercuttet den, ja. Zack. Ja, also nach vorne dashen und uppercutten, sehr, sehr geil. Vor allem mit dem Stagger und so, Push-Immunity ist sehr, sehr geil. Dann haben wir Explosive Fist, dort habt ihr bitte die zweithöchste Orkanwind-Rune, die ihr habt, ja, packt ihr dort drauf. Einer der stärkeren Skills, die ihr jetzt gerade besitzt, ja, den macht ihr bitte auch auf 12, wenn ihr könnt. Der hat Level 2 Destruction, der hat High Stagger, also der ist sowohl in der Destruction-Phase als auch in einer, also in der Zerstörungsphase, als auch in einer Stagger-Phase sehr, sehr wichtig, ja, taumeln. Der hat eine Paralyzed Immunity und der ist ein Front-Attack, also mit einer, nach den beiden Hauptskills, ja, mit einer der stärksten Skills. Ihr spielt bitte Fokus für Metagains, Domino Metagain. Ja. Ihr spielt Weak Point Detection. Ihr macht mehr Schaden an den Push Immune Boss. Ja. Und dann macht ihr Gravitational Blow. AOE Radius ist erhöht. Ihr macht mehr Schaden. Relativ easy. Ja. Und es gibt kein No Internal Shock. Ja. Was sehr, sehr nice ist. Der Skill ist sehr, sehr cool. Also der hat auch so eine leichte Distanz. So. Ich find den super nice. Einer meiner Favorite Skills aktuell. Der Schaden ist auch sehr, sehr geil. Jetzt kommen wir zu dem stärksten Skill im Kit. Ja, Eye of the Storm oder Auge des Sturms. Dort spielt ihr bitte die dritthöchste Orkanwind-Rune, weil der hat nicht so eine... wie soll ich sagen? Die Animation ist jetzt nicht so lang, ja, die ist okay. Von der Geschwindigkeit her im Vergleich zu dem. Außerhalb der Orkanwind-Rune, ja. So, Eye of the Storm, Weak Point 2, Max Stagger. Also den höchsten Stagger, den ihr haben könnt. Weak Point 2, ja, Destruction 2. Paralyzed Immunity und ein Front Attack. Der hittet so hart. Das ist so dumm. Also mit dem 100 Mio zu hitten, ist so easy. Also zwischen 80 und 100 Mio aktuell bei meinem Bild, ja. Ihr kriegt Energy Circulation auf 3. Also ihr spielt Energy Circulation. Ihr spielt Close Quarters. Und ihr spielt Divine Axis, ja. Energy Circulation, ja. Ihr kriegt 3 Stamina und Schock, wenn ihr den Skill einsetzt, über jede Sekunde und das für 5 Sekunden. Also insgesamt 15 Stamina und 15 Schock, ja, was sehr, sehr nice ist. AOE-Radius wird reduziert, ja, die Attack-Time wird reduziert, dafür wird der Schaden erhöht, relativ easy. Das heißt, ihr macht in einem kleineren Bereich den Schaden, ja, aber der Schaden hittet übelst hart. Also wenn ihr jetzt hier hingeht, guckt euch den Schaden, so dumm. 14 Mio. Einfach 14 Mio an normalen Mobs, ohne Buffs, ohne alles. Das ist crazy. Und dann erhöhen wir nochmal den Schaden. Ja, Cooldown wird reduziert. Ihr habt eine 4 Meter Range, also ihr macht so einen Schritt nach vorne. Und ihr macht 120% mehr Schaden. Ja, also ihr spielt auf 3, 2, 2 bitte. Sehr, sehr nice. Das ist auch der Skill, der als allererstes auf 12 sollte. Die Prioritäten liegen natürlich bei hier auf den Skills. Ja, ihr könnt aber rein theoretisch alle Tripods maxen, die ich jetzt gerade auch gemaxt habe. Ich habe alle auf 5 gezogen direkt, ja. Die beiden sind sehr, sehr wichtig. Genauso wie diese hier. Ich habe die alle auf Max gezogen. Ihr könnt nochmal durchgehen, ja. Die sind alle auf Stufe 5. Das passt genau. So, ihr habt nichts. Ihr verpasst nichts, wenn ihr etwas anderes nehmt, ja. So, die passen perfekt. So, jetzt gehen wir nochmal zu Nova. Für die Leute, die kein Obliteration, also keine Zerstörung spielen. Die spielen Nova. Nova spielen die auf 11.
oder auf 12. Es gibt zwei Varianten, ja. Beide Varianten funktionieren. Ihr habt bei Nova drei Tripods, wobei der letzte Tripod nochmal variiert. Ihr spielt eine Orkanwindrune, ja. Und dann spielt ihr Metagain. Ja, ihr kriegt Schockenergie dazu. Ihr spielt Force Spiral, ja. 16 Meter. Warte mal. Throws a rotating force a gauntlet forward up to 60 Meters. Ah, genau. Ihr werft so einen. Ich musste euch das zeigen. Das ist zu schwer, euch das zu erklären. Ich muss euch das zeigen. Das sieht nämlich super. Das ist insane stark auch. So, ihr spielt den und dann spielt ihr den normalerweise. Ja. Ich habe den Skill jetzt natürlich nicht, weil ich ein Esel bin. Wir nehmen den mal kurz raus. So. Ihr werft so einen Ball nach vorne, der Schaden macht. Seht ihr das? Ihr werft so einen Ball nach vorne, der Schaden macht. Insane cool vom Style her. Ja, macht auch super viel Schaden. Das Ganze könnt ihr auch nochmal mit Centrifugal Force spielen. Ja, beide Varianten funktionieren. Beide spielen auch mit einer Orkanwindrune. Ja. Ihr habt Mid to High Stagger. Paralyzed Immunity ist ein Front Attack. Ich zeige euch nochmal die andere Variante. Ja, das ist dann. Der sieht insane cool aus. Der Skill sieht geisteskrank cool aus, ja. Das ist nur, wenn ihr Obliteration nicht spielen möchtet, ja. Also, wenn ihr den Skill nicht spielen möchtet. Ganz wichtig. Ich möchte den aber spielen. Ich mag die schnellere Rotation ein bisschen mehr. Deswegen machen wir das so, ja. Was habe ich denn hier nochmal? die Weihnachts- und Close Quarters war es, ne? Ja. So. Wollte ich jetzt noch einen zusätzlichen Tripod aufstellen. So. Sollte den auch reinziehen, sonst fehlt er mir gleich. So viel zu den Skills, ja. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zu dem schwierigsten Teil. die Rotation. Bei dem Breaker ist es so, gerade bei dem Azuras-Pfad ist es so, dass ihr keine feste Rotation habt. Ihr habt eine Prioritätenliste, ja. Das heißt, die Priorität liegt auf Skills, wenn die ab sind, solltet ihr die einsetzen. Zum Beispiel, ja. Die Priorität bei den Schock-Skills liegt auf Auge des Sturms. Immer wenn der von der Cooldown wieder da ist, solltet ihr diesen einsetzen. Ja, weil er den maximalen Schaden macht. Ja. Was wichtig zu wissen ist, ihr könnt nicht einfach dumm Skills spammen. Also ihr macht nicht Synergy und dann haut ihr alle Skills raus, die gehen. Das funktioniert nicht. Das, was ihr macht, ist folgendes. Ihr müsst Skills nacheinander setzen. Also ihr müsst Shock into Stamina oder Stamina into Shock, je nachdem, mit welchen ihr startet. Bei mir ist es so, wenn der jetzt gerade nicht ab ist, ja. Also ich versuche immer den so oft wie möglich zu machen, ja. Und wenn der gerade nicht ab ist, gehe ich einfach die Reihenfolge hier durch. Ich versuche immer Stamina, Schock, Stamina, Schock, Stamina, Schock, ja. Dann kommt wieder Stamina, meine R, dann kommt wieder Schock, ja. Und das die ganze Zeit. Bis dann meine Bar gefüllt ist, dann gehe ich in den Azuras-Pfad, ja, und dann drücken wir so wieder durch, ja. Hier bei dem Azuras-Pfad gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr könnt einmal Rechtsklick gedrückt halten, ja. Dann könnt ihr einmal Rechtsklick selber klicken und dann könnt ihr Rechtsklick oder Linksklick, je nachdem womit ihr angreift, ja, euren Auto-Attack, mit der C-Taste kombinieren. Also ich drücke jetzt nur die C-Taste, dann macht er auch einen Auto-Attack. Wenn ich Rechtsklick und C-Taste nacheinander spamme die ganze Zeit, mache ich ganz, ganz schnelle Auto-Attacks, ja. Dadurch erhöht sich das. Ich zeige euch das jetzt mal einfach nur, wenn ich gedrückt halte. Ja, also wirklich nicht spamme oder so. Das ist gedrückt halten. Das ist deutlich langsamer, als wenn ich selber drücken würde, ja. Das ist gedrückt halten jetzt zum Beispiel. So, bedenkt bitte, dass es eine Prioritätenliste gibt, ja. Das heißt, die oberste Priorität hat Auge des Sturms von euch. Danach kommt sowas wie Explosive Fist und so weiter und so fort. Ja, so eigentlich wollt ihr den hier machen, dann wollt ihr den hier machen, dann wollt ihr den hier machen, dann wollt ihr den hier machen. Ja, so und sobald der Ding jetzt ab ist, Auge des Sturms wieder, dann wieder Stamina Skill, weil... Ich zeige euch das jetzt. Achtet auf die Bar, ja. Ich setze den ein, der hat jetzt gerade Zuwachs bekommen. Wenn ich jetzt Obliteration mache, kriegt er keinen Zuwachs. Seht ihr das? Erst wenn ich jetzt wieder einen Stamina-Skill benutze, kriegt er Zuwachs. Benutze ich jetzt nochmal einen Stamina-Skill, kriegt er keinen Zuwachs. Ja. Mache ich aber einen Shock-Skill nach einem Stamina-Skill, kriegt er wieder Zuwachs. Ihr müsst abwechselnd drücken. Das ist ganz wichtig. Das ist auch das, was mich am meisten frustriert. So. Wenn dem nicht so wäre, wäre der deutlich einfacher zu spielen. Weil Front Attack ist schon relativ, wenn man es nicht gewohnt ist, relativ schwierig. Dann die richtige Reihenfolge plus die Prioritäten oben halten. Sehr, sehr schwierig.
Ja, ihr habt die Prioritätenliste. Ihr wollt auf jeden Fall Eye of the Storm, also Auge des Sturms, einsetzen, wenn der ab ist. Danach wollt ihr normalerweise Spiral Impact haben. Dann gibt es Explosive Fist. Ja, dann kommt der Counter rein, theoretisch. Und bei der Prioritätenliste, bei den Stamina Skills, ist es der hier. Weil er die niedrigste Cooldown habt, so wenn ihr die anderen wieder einsetzt, sollte der wieder ab sein. Ja, wir haben den Counter und dann haben wir Falling Star. Ja, das ist die Priorität bei den Stamina Skills. Eine volle Rotation bei mir sieht folgendermaßen aus. Ja. Gehen wir davon aus, ich habe den Skill jetzt von Anfang an ab. Alle Skills sind ab. Ja. Ich habe beide Seiten gefüllt. Dann starte ich hiermit und dann gehe ich einfach hier durch. Ja. So, dann warte ich, bis meine R ab ist. Die hat noch ein bisschen Cooldown, weil die noch keine hohen Cooldown-Gems hat. Und dann gehe ich wieder hier rüber, Explosive Fist. Es ist nicht optimal, es ist nicht der maximale Damage. Aber das einzig und allein dient es dazu, diese Bar zu füllen. Dann gehe ich rein in die Phase und dann ziehe ich komplett durch. Ne? Das ist so geil, so ein geiles Gefühl, wenn ihr sowas beim Boss macht. Richtig geil. Es gibt noch einen Trick bei der Rotation, wenn ihr eure Ulti abhabt, ja, und ihr habt eure Bar gefüllt. Also normalerweise mache ich das so. Wenn wir in einer hohen Damage-Phase sind, wo wir relativ viel Zeit haben, der Boss ist gerade gestaggert, wir haben gerade eine bestimmte Phase geschafft, ja, dann gehe ich in die Asura-Form, schlag den kaputt, ja, drück dann meine Eye of the Storm, gehe dann in die Ulti, dadurch wird die Asura wieder voll und gehe wieder in die Asura-Form. So könnt ihr den maximalen Schaden fahren, ja. Ist aber noch für mein Brain ein bisschen kompliziert. Wie gesagt, ich spiele erst 2 Wochen die Variante. Aber grundsätzlich habt ihr eine Prioritätenliste. Schaut, dass ihr den auf jeden Fall ganz, ganz oben, sobald er ab ist, sollte der eingesetzt werden oder Front Attack gehen, ja? Also ihr solltet ihm voll ins Gesicht schlagen. So. So, kommen wir zum Auto. Ich hoffe, ich konnte euch den Breaker oder den Asura-Pfad ein bisschen näher bringen. Jetzt werde ich die nächsten 2 Wochen, nur damit ihr es wisst, die nächsten 2 Wochen den Breaker in der anderen Variante üben, sodass in 2 Wochen hoffentlich der zweite Guide rauskommt. Ja, also die zweite Variante, wenn ich die ein bisschen austesten konnte und vielleicht ein paar Tricks oder so ausziehen konnte. Ja, alles in allem bin ich sehr zufrieden mit der Variante. Ich werde diese hier auch weiterspielen, das wird meine Variante bleiben. Macht super viel Spaß, ist sehr, sehr nice. Das mit dem abwechselnden Skill drücken, da muss ich mich dran gewöhnen, ja. Das ist ganz komisch manchmal. Mittlerweile kriege ich so ein bisschen raus, aber ich verhaspel mich hin und wieder bei den Skills. Und ich muss halt sehr, sehr häufig die Augen auf den Skills haben. Ja. Manchmal geht es, manchmal geht es nicht. Je nachdem, wie fit ich gerade bin, also selber bin. Oder wie fit ich nicht bin. Ja. Aber das Auffüllen macht schon sehr, sehr viel Spaß. Die Klasse ist sehr, sehr geil. Ja. Wenn euch das Ganze gefallen hat, tut mir einen Gefallen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Tipps habt, ja, oder irgendwelche Tricks etc. pp. Vielleicht habt ihr ein bisschen mehr Erfahrung sammeln können, habt selber einen Trick rausgefunden mit dem Asuras Pfad. Ich hoffe, ich konnte euch die Klasse auch ein bisschen näher bringen. Es ist mal cool, eine Front-Attack-Variante zu spielen. Ich bin sehr gespannt, wie die andere Variante wird jetzt die nächsten 2 Wochen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne bei Twitch vorbei. Ich bin jeden Tag live ab 14 Uhr. Könnt ihr gerne reinschauen. Ansonsten hören wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Haut rein. Tschüssi.